Die Baller. Dort hinten ist Marco Reus und jeder hier in Dortmund wartet. Die Argentinier sind kurz vom 2:2. Wenn Deutschland jetzt nicht aufpasst. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr seht, ich bin in Dortmund, aber nein, der BVB spielt heute nicht. Eventuell ein paar BVB-Spieler. Heute spielt Deutschland gegen Argentinien, der viermalige Weltmeister gegen den zweimaligen Weltmeister. Ein Star-Aufgebot, obwohl ich gehört habe, dass Messi leider nicht dabei. Trotzdem haben beide Mannschaften krasse Spieler dabei. Ich nehme euch einfach mal mit. Heute habe ich auch Gott sei Dank, oder beziehungsweise ich hoffe, dass ich gute Plätze habe. Nicht so wie letztes Mal, wie eine Taube unterm Dach. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was hier abgeht. Und ja, ich würde sagen, auf los geht's los. Kommt die Aufstellung der deutschen Mannschaft. Wir gucken mal, wer heute überhaupt spielt, denn ich habe gehört, sehr viele Spieler sind verletzt. Deswegen schauen wir mal. Das ist mal eine krasse Choreo. Mach ihn. Das soll natürlich Mario Götze sein. Gehe ich mal von aus. Sind gesungen, jetzt geht das Spiel los. Ich bin mal gespannt. Ja, also die Mannschaft ist noch nicht top besetzt. Der eine oder andere ist noch auf der Bank. Wir gucken mal, was abgehen wird. Mich überrascht, wie leer das Stadion hier heute ist. Klar, wenn Dortmund spielt, ist es immer ausverkauft. Oh. Nichts passiert. Und heute, ich werde euch das mal gleich zeigen, ich habe das Stadion noch nie so leer gesehen, wirklich. So viele Ränge sind frei. Wenn man mal überlegt, vor 5 Jahren war das WM-Finale und heute ist das Stadion nicht mal ausverkauft. Der Schiri pfeift einfach ab, mitten im Angriff. Ihr habt es gesehen, Gnabry war schon fast im 16er. Nur weil auf der anderen Seite ein Argentinier lag. Und jetzt ist er einfach aufgestanden, als ob nichts wäre. Der Gnabry trifft und trifft und trifft, er hört gar nicht mehr auf. Deutschland kann so froh sein und der FC Bayern, dass sie so einen geilen Stürmer bekommen. 1:0, das Spiel fängt schon mal gut an. Hans! War das nicht Hans? Das sah verdächtig nach Hand aus. Bisschen Stimmung, aber wenn man das aus Dortmund gewohnt ist, ist das nicht im Vergleich. Also, wenn man das vom BVB gewohnt ist, ist das nicht im Vergleich. Und da fällt das 2:0. Kai Havertz. Er hat gesehen, Tor durch Kai Havertz, vorgelegt von Serge Gnabry. Ich sag's nochmal, er ist mit Abstand der stärkste deutsche Spieler. Wie knapp! Das wäre fast schon das 3:0 gewesen. In der 25. Minute, unglaublich. Bruder, die Argentinier sind wieder in ihrem Element. Es gibt keinen
Mannschaft bzw. kein Land, das so oft und so hart fault wie Argentinien. Jede zweite Auktion ist ein Foul von den Argentinien. Oh mein Gott, so. Da hat nur ein bisschen gefehlt und der Ball wäre perfekt reingegangen in den Winkel. Egal, beim nächsten Schuss. Und jetzt mal eine Frage an euch. Hier ist ja immer diese Diskussion, wer ist besser, Neuer oder Ter Stegen. Ich möchte es mal von euch wissen. Schreibt es mal hier unten in die Kommentare. Wenn ihr der Nationaltrainer wärt, wen würdet ihr aufstellen? Neuer oder Ter Stegen? Deutschland spielt echt so gut. Ja, die hätten locker schon 3-4-0 führen können, wenn die ein bisschen mehr Glück gehabt haben. Aber das 2-0 ist mehr als verdient. Dort hinten ist Marco Reus und jeder hier in Dortmund wartet, dass Marco Reus reinkommt. Boah, was für ein Spieler. Und hier sind ein paar Abonnenten. Was geht, Jungs? Wer gewinnt das Spiel? Deutschland! So ist es. Beste Jungs. Da kommen die Spieler wieder raus, Freunde. Oh mein Gott, das ist Paulo Dybala. Die Deutschen. Zweite Halbzeit fängt jetzt an, Freunde. Mein Tipp ist, Deutschland macht mindestens noch ein Tor und kassiert keins. Boah, hier wird gekämpft. Die Argentinier, die spielen auf jeden Fall schon jetzt nach den ersten, ja, 5 Minuten besser als in der ersten Halbzeit. Und jetzt? Schön gerettet. Ich weiß nicht warum, aber Argentinien, die haben einfach keinen Namen auf dem Trikot. Und die meisten Spieler kennt man halt nicht. Also ich würde mal sagen, die Hälfte kenne ich vielleicht, die andere Hälfte nicht. Wenn die wenigstens den Namen auf dem Trikot hätten, aber vielleicht hat es dafür nicht gereicht. Die Baller, die Baller, die Baller. Selber gesehen, ich muss nicht viel dazu sagen, fast das 3-0, aber er hat es nicht geschafft, den Ball irgendwie am Torwart vorbeizubekommen. Bester Mann für mich, Kai Havertz, mit Gnabry zusammen. Habt ihr die Aktion gesehen? Das ist super wichtig. Kai Havertz kann mit rechts wie auch mit links spielen. Den Diagonalpass hat er mit links gespielt. Vorher hat er den Ball mit rechts gespielt. Das müsst ihr lernen, Freunde. Wenn ich euch eine Sache mitgeben kann, dann ist es links wie rechts super trainieren. Oh! 2-1 der Argentinien. Der Anschlusstreffer. Der Gnabry kommt raus. Serda! Suat Serda hat heute sein erstes A-Länderspiel. Hoffentlich kommen noch viel mehr dazu. Wow, was für ein Kampf! Oh! Oh! Ey. Oh! Oh! Das ist Argentinien, immer am Faulen. Meine Theorie ist, dass wenn Messi heute gespielt hätte oder wenn er wenigstens im Kader wäre, dann wäre das Stadion auch definitiv ausverkauft. Also ich bin mir sicher, er hätte das Stadion heute ausverkauft, aber viele wussten, okay, er spielt nicht, die Maria spielt nicht. Und dann haben sie sich einfach entschieden, an diesem kalten, regnerischen Tag nicht ins Stadion zu gehen. Boah, schöner Diagonalpass. Oh mein Gott. Wir sind kurz vorm 2-2. Wenn Deutschland jetzt nicht aufpasst, kassieren noch den Ausgleichstreffer von Argentinien. Und deshalb, die Abwehr muss hinten gut stehen. 12 Sekunden später. Oh nein! Die Argentinier schießen das 2-2. Ey, unglaubliche Sache hier. Freunde, ich hab's gesagt. Man hat es einfach kommen sehen. Deutschland hat viel zu wenig in der zweiten Hälfte gemacht. Und Argentinien hat das ganze Spiel, beziehungsweise die ganze zweite Hälfte, nur geduldet. Das war nur eine Frage der Zeit, bis der zweite Treffer fällt.
Deutschland und Argentinien trennen sich 2-2. Ey, wie kann man dieses Spiel nur so aus der Hand geben? Es war ein toller Fußballabend. Deutschland gegen Argentinien, also 2-2. Hier ist ein Fan und er versucht, Ter Stegen Trikot zu bekommen. Aber nein. Schade, Bro. Und das Sané, wow, so ein Styler. Sané, ewa. Freunde, das war's mit dem Spiel 2-2. Leider hat Deutschland nicht gewonnen. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.